Welcome, it's me, Jacqueline. In diesem Video sollst du anhand von Übungssätzen entscheiden, ob das Gerund oder der Infinitiv eines Verbs verwendet werden sollte. Remember, das Gerund kann als Subjekt oder als Objekt nach bestimmten Verben oder nach Präpositionen stehen. Nach manchen Verben kann sowohl der Infinitiv als auch das Gerundium stehen. Bei manchen Verben verändert sich sogar die Bedeutung, je nachdem, ob der Infinitiv oder das Gerundium verwendet wird. Exercise 1. Schau dir diesen Satz an und setze die richtige Form des Verbs ein. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com